Die Treppe ist einfach ein Ort des Grauens, ne? Ich wollte es nur sagen. Wie ist mit den Bewertungen? Ja, guck mal später mal. Bam. So, Game-Konsole. Stimmt, hätten wir gerade den Rucksack packen können. Ja, das stimmt schon. Naja, dann packen wir mal kurz den Stuhl, den Gaming-Chair in den Rucksack, weil es geht ja. So. Ab dafür. Diese Treppe, ne? Alter. Ich versteh's halt auch nicht. So. So. Nein, nicht nehmen. Nein, nicht. Oh nein, ein Dieb. Ich habe gerade einen Dieb gehört, kann das sein? Was hat er gemobst? Ah, da! Da! Oh. Gott! Diese NPCs, ne? Diese NPCs machen mich fertig. So. Der hat das Ding hier oben geklaut? Natürlich. So, bam. So, Nummer 1. Let's go. Dann geht's jetzt. Oh Gott. Das war bestimmt eine gute Idee, ne? Ah, diese NPCs. Ich schwöre, ich bringe die alle um. So, warte. Ah ne, warte, die kann ich auch noch mitnehmen und dann nochmal. So. Angenehme Inventarsteuerung ist alles super. Bei dem Spiel ist alles durchdacht, würde ich sagen. Ist das jetzt hier richtig rum, oder? Ich glaube, nee, USB-Ports sind, okay, die Ports sind vorne. So rum. Wobei, zum Spielen wahrscheinlich besser, ne? Ja, die Ports sollten vorne sein. Warum mich das interessiert, weiß ich selber nicht. So. Als ob es nicht egal ist. So. Ja, ich kann gerade nicht. Das ist jetzt der Nachteil daran. Okay, warte kurz. Genehmigen, genehmigen, mach mal ruhig. So. Ah, da leckt mich alle am Arsch. Weißt du was? Ganz ehrlich. Hat der Typ, der es programmiert hat, das eigentlich selber mal gespielt? Also nur mal so gefragt, hat er selber mal ein größeres Café geleitet hier? Würde mich mal interessieren. Safe nicht, glaube ich auch nicht. Das mit der Treppe, das mit NPCs, die am Entgegenkommen ständig. Das mit dem ständigen Akzeptieren, mit dim, mit dim, mit dim. Ach! Aber... Ja gut, es ist nicht einfach nur
Es ist nachgestellt tatsächlich. Es ist nachgestellt. Ist aber. Ich dachte zuerst, wir haben ja ein kleines Copyright in Fringy Mingy, aber ist zum Glück alles nachgestellt. Was für ein krasser Aufwand. So. Alles schön gerade, natürlich. So. Es gibt einen unofficial Patch. Okay, da ist es gefixt. Das wäre ganz gut. Und wieso habe ich einen Point of Sale, wenn manche Leute, ich verstehe, dass manche Leute noch bar bezahlen, aber es ist doch blöd, dass es überhaupt noch geht, weil sonst hätte ich mir den POS doch gar nicht mehr geholt. Wenn manche trotzdem bar bezahlen, das ist doch dumm, oder? Dann bringt dieses Upgrade einfach gar nichts, weil du musst trotzdem unten bleiben. Trotzdem nice hier, oder? So, wir brauchen noch einen Tisch. Einen Tisch, einen Fernseher und dann brauchen wir noch Stühle. Ich hoffe, draußen wird nichts geklaut. So, oder? Ein Tisch, einen Fernseher und 6 Stühle? Ne, 5, ne? 5, glaube ich. Einen Tisch. Oh Gott. Einen Tisch. Mhm. 5 Stühle. Ne, noch ein Fernseher, ne? Oh Gott, ich bin durcheinander gekommen. Ich bin jetzt leider ein bisschen durcheinander gekommen. Alter, ich bin auch unkonzentriert gerade. Wo sind denn die scheiß Stühle? Hier. 5. Controller haben wir draußen noch, glaube ich, ne? Controller müssen wir draußen noch liegen haben. Aber einen Fernseher brauchen wir auch noch, oder? Fernseher brauchen wir auch noch. Nein. TV. Entschuldigung. Ich bestelle erstmal hier. Wir haben ja draußen noch ein bisschen Shit, ne? Nicht wundern. Wir haben draußen noch ein bisschen Shit. Nicht vergessen, hier liegt ja noch was. So. Rein da. Wenn irgendwas nicht reicht, bestellen wir das aber nochmal. So. So. Let's go. Wie wir uns an dem reiben einfach, ne? So, bauen. Einmal so. Dann den hier raus. Und bauen. Und die andere Konsole kommt dann hier auf den Tisch, den wir noch nicht haben. Das kommt schon alles hin. Wurf. Erstmal hinschmeißen. 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 So. Perfekt. So, da will jemand ran. Okay, warte. Natürlich. Sekunde. So. Genehmigen. So. Gute Nacht, eigentlich schlafen gehen. Schlaft schön. Pro Gaming Chair. Für mein Pro Gaming her. So. Pro Gaming Chair. Moment. Pro Gaming Chair. Pro Gaming Chair. Gleich haben wir alles im Einsatz. Und Litisch. Oh, hallo. Hi.
Ach, die essen auch hier oben. Okay. So. Warum holst du keine Xbox? Auf der anderen Seite dann wahrscheinlich. Ist kein Konsolenkrieg hier gerade. Ging nur um Ästhetik. So, wupp. Fernseher dran. So. Konsole hin. Und dann kommen die ganzen Gaming-Chairs und dann haben wir's. So. Und dann hier nochmal. Ich trage schon was. Ja, Entschuldigung. Ja, die liegen halt nicht pixelgenau. So, oh boy. Hab das Gefühl, wir haben das Spiel aber eh schon durchgespielt. Bin mir nicht ganz sicher. So. Kein Mikrofon für Multiplayer. Ne, sind ja zwei Controller, die sitzen ja nebeneinander. Aber nur ein Stuhl. Weil das sind sehr intime Spiele. Wir haben nur It Takes Two. Wir haben nur Po-Op Games. So. Und fertig. So. Oder? Also nice sieht's aus. Kannst nichts sagen. Da. Okay, ich muss alles ein bisschen nach links versetzen. Da ist die Lücke größer. Aber nee, sieht doch nice aus, oder? So, $7 gerade aus jemand rausgeprügelt, der eigentlich bezahlen wollte, glaube ich. Weil das hier irgendwie nicht anders geht. So, hat was, ne? Finde ich auch. So. Jetzt kommen die alle reingerannt. Die wollen alle Konsole spielen. Die wollen alle Horizon, wollen die auschecken. Genehmigen, let's go. Sieht nach E-Sport aus, ne? Finde ich auch. Geil! Holla, holla! Ich will mal kurz nach oben gehen und gucken, wie es aussieht. Alter, okay, alles klar. 3 Stunden spielen, klar. Gerne. Jetzt will ich doch mal gucken. Geh mal weg. Nice. Okay, das ist schon cool. Oh, Alter! Bad Dead Redemption. Nein! Oh, Entschuldigung, ich wollte das. Ich habe aus den E gedrückt, offenbar. Mit der Fingerspitze. Das wollte ich nicht. So. Habe ich ihm einfach den Stuhl im Arsch weggezogen, tut mir voll leid. Die stinkt nach Kacke. Hat die gerade nach Kacke gestunken, als die reinkam? Das ist halt mega unnötig, ne, dass die hier so bezahlen. Wir haben die Point of Sale und die bezahlen einfach per Cash. Ist vielleicht realistisch, aber wie soll man das Upgrade überhaupt? Wir bräuchten noch jemanden an die Kasse. Alter, der Sheriff hat geprellt. Was ist das für ein Monsterschiss da hinten? So. $478. Wie sieht's aus? 193. Ex-Job, let's go. Die bekommen nicht oft rein, jetzt brauchen 140. Ja, geil, bald, Leute, bald. Bald spült Cash rein. Wie sieht's aus? Mana. Mail. Okay, einer unserer Sicherheitsleute. Rechnung haben wir keine, ne? Nö, easy. Und wie sieht es kryptomäßig aus?
Komm, wir hodeln mal. War ganz ehrlich, wir haben 20.000 auf Cash. Ich hodel einfach mal ein bisschen. Genehmigen, genehmigen. Und wir haben gerade oben alles, wir haben gerade oben alles ausgestattet, haben trotzdem noch 20.000. Wir sollten wirklich mal speichern, ne? $700, Alter. Ach, sie sind's wieder. Sie sind es wieder. Natürlich, gönnen sie sich mal ein bisschen, ne? Ja, ja, machen sie mal. Da rutscht das Höschen aber hoch. Da ist das Pink gerade ein bisschen dunkler geworden. Geben Sie nur mal das gewünschte Artikel ein. Oh. Ach so, nee, ich mach das nicht. Nee, 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 nee. Ich, mach das zum Glück nicht. $400. Alter, jetzt Preise erhöhen? Aber wozu? Ich meine, guck mal, die zahlen doch schon ewig viel. Wobei 118 war jetzt nicht... 118 geht, ne? $700, Alter, für Pornos. Ich meine... Verrückt. Na gut. Ich dachte, er will prellen. $671 und dann erstmal schön aufs Klo. Man kann noch mehr Räume bauen. Nein, kann man nicht. So. Okay, keine Wurst im Pissoir. So. Easy. Körperlich. Trainiert, Player. Baseballschläger. Hätten wir uns das gespart, hätten wir jetzt schon das Mining Rig, ne? Die Polizei verdächtigt sie nicht, weil der Typ so gewöhnlich ist. Geil, Hammer. Du lässt fallen... Was? Du lässt fallen, was du getroffen hast? Was? Punch. Brauchen wir halt nicht. Dankeschön! $600, Alter, ist unfassbar. Unfassbar. Also wenn wir jetzt noch hier PCs nur hinbauen, ne? Hier, lauter PC-Tische. Die hier müssten, glaube ich, weg, weil die sind billo. Wir machen hier nur PC-Tische hin. Dann würden wir, glaube ich, sehr viel Cash machen. Ja, die alten Arcades würde ich, glaube ich, weghauen, oder? Ich würde dann hier, glaube ich, lauter Tische hinmachen. So, hier, diese hier. Würde ich ja, glaube ich, hinmachen. Wobei ich die sehr aufdringlich finde. VR nicht vergessen. VR mache ich hier vor das Klo oder keine Ahnung. Oder oben vielleicht. Ich brauche nicht so viel VR. Alter! Alter, die PlayStation sucht dies! Die PlayStation sucht dies, sind da! Warte kurz! Warte, warte! Na komm, setzt euch mal alle hin! Komm, weiter! Noch einer, komm! Na! Die zocken FIFA auf jeden Fall! Nidim, nidim, nidim. So. Ah. Vielleicht will jemand zahlen. Oh, Moment, ich muss kurz auf meinen Rechner hier klicken. So, warte. So, warte. Und. So. Oh, Elon will zahlen. Danke, Elon. Elon wollte zahlen, warte kurz. Ah, oh, Moment, ich muss kurz wieder klicken hier, warte. So. Tschüss. Kommen Sie wieder, ne? Besuchen Sie mal wieder. Aber,
Aber. Ach ja. Oh, Moment, ich entsperre. So, ist das die Doku von der Reeperbahn? Ah. Oh, Moment, Moment, ich muss hier nochmal. Wird alles entsperrt, aber keiner bezahlt hier irgendwie, ne? Draußen wieder Ballerei. Fast wie Silvester, aber ist hier Alltag einfach. Hier in der Hood, weißt du, wo ich herkomme. Bin halt auf der Straße aufgewachsen, weißt du, bin armer Straßenjunge. Hab mich gerade ein bisschen selbstständig gemacht hier mit unserem kleinen Bütchen. Ist quasi Hand in den Mund-Business, wir haben einfach nichts, ne? Wir sind halt auch arm. Ne, wir wollen nur unseren Nachbarn so ein bisschen eine schöne Zeit wollen wir ermöglichen. Ein bisschen vom Alltag ablenken, von den Drogen und so. Ja, ja, ja. Bezahl! So, ja, die wollten nicht bezahlen. Bezahlen, bitte, bezahlen! Bezahl! Hier, klopp die mal weg! Klopp die mal weg, bitte! Da kommt wieder reingelaufen. So ist recht, Herr Grüner Schnauzbart. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Oh! Vielen Dank. Danke. So, bisschen Geld. So. Ist halt nicht leicht hier, ne? Ist halt nicht leicht. Das Leben hier als Fachkraft natürlich, ne? Ich meine, jeder macht, was er kann. Oh, warte, Moment, da ist ein Kunde. Sekunde, ja? Hallo? Dankeschön. Moment, hier muss ich auch nochmal kurz ran. Man kommt halt nicht, man kommt halt zu nichts, ne? Vom Höchstchen ins Stöckchen, ich sag's euch. Ah, ja. So, muss ich mal ganz kurz eben. Ah, lecker. Ein isotonischer Sportdrink wird mich wieder auf die Spur bringen. Also mal. Die wollen aber, ne? Wir haben fast 30.000 Dollar jetzt. Wir haben fast 30.000 Dollar. Meine Frage ist, können wir unsere Konkurrenz ausschalten? Ja, Krypto haben wir auch noch. Ja, Krypto haben wir auch noch. Ich würde gerne unsere Konkurrenz wissen lassen, dass wir nicht erfreut sind. Oh, hallo. Ah, Entschuldigung. Vielen Dank. Wir sind nicht sehr erfreut, ja, das, ja, schön bezahlen, ne? Dankeschön. Ja, 900 Dollar. Klar, ja, man hat's ja, ne? Man hat's ja. Dankeschön. So, 31, fast 32.000 Dollar. Genehmigen, genehmigen, natürlich. Oh ja, vielen Dank. Prompt, 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 prompt. Dankeschön. Tschüss, ne? Beehren Sie uns bald wieder. Haben die alle bezahlt? Ah, gut. So. Ich muss die billigen Automaten hier mal wegräumen, ne? Wir müssen den billigen Automaten hier mal wegräumen. Das ist alles Schmutz. So, genehmigen. Also man sitzt hier irgendwann den ganzen Tag nur noch und drückt genehmigen, ne? Mehr macht man ja nicht und nimmt ein bisschen Geld entgegen. Ist irgendwie so... Tapetenwechsel? Die Wände. Oh, warte. Just for fun. Huch. War hier noch was? Nee, ne? Oh, ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich würde
Vielleicht eher sowas hier, ne? Eher, weiß nicht, so? Ach, wir haben ihn im Besitz. Wir haben ihn dann alle. Nee, nicht im... Okay, wir haben die jetzt nur im Besitz. Okay, wir müssen dann wieder wechseln. Okay. Wandfarbe weiß? Ich fand Wandfarbe schwarz am besten eigentlich. Weil du siehst dann einfach die Games viel besser dann. Ah, Dankeschön. Ich finde die dunkle Wandfarbe am besten. Ich lass sie mal. Ich würde Deckenfarbe vielleicht noch ändern. Oh, da wird wieder Geschäftspreller. Deckenfarbe könnte man vielleicht mal gucken. Und den Boden vielleicht noch. Wie sieht es hier aus? Okay. So. Was ist denn das hier? Geht eigentlich, ne? Geht eigentlich. Oh, warte mal. Ich höre da draußen immer nur die Dropkicks. So. Und Böden. Der Boden ist halt wirklich phänomenal ugly. Was ist denn das hier? Es gibt keinen geilen Boden. Es gibt irgendwie keinen geilen Boden. Oh. Naja, für eine Spielhalle ist das okay, oder? Theoretisch. Wenn ich die Decke jetzt auch noch rot mache. So, natürlich, 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 kein Problem. Ja, ich glaube auch so ist okay. Mit der Decke bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden. Vielleicht können wir da. Wow, 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 wow. Ja, wow, 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 wow. Ah, keiner will bezahlen? Okay. Die Decke. Warte. Schwarz gibt's da leider nicht, ne? Schwarz gibt's da nicht. Hat was? Ja, ich meine, mit den roten Stühlen oben geht das, ne? Too much rot? Ja, aber wir haben, ist unser Konzept rot-schwarz. Ich schau mal ganz kurz oben mit den Stühlen bei der Playsee. Alter, was ist mit dem Bot eigentlich wieder? Boah, Alter, ist hier was los. Alter, heilige Scheiße. Okay. Ich wurde gerade weggedrängt von was Unsichtbarem. Okay, warte, ich muss ganz schnell hier wieder. Genehmigen, genehmigen. So. Puh. Gleich ist 1 Uhr, da kommen keine Kunden mehr. Dann würde ich die alten Automaten mal wegschmeißen, ne? Ich würde die alten Automaten hier mal wegschmeißen. So. Mit denen hat alles angefangen, aber mit denen wird es nicht enden. Der hat schon bezahlt, ne? Das ist eh egal, der hat schon bezahlt. Das Wurst. Okay, warte. Ja, wir brauchen für oben brauchen wir noch ein paar Lampen auf jeden Fall, hast du recht. Lampen brauchen wir unbedingt. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde doch noch ein paar Goldlampen nehmen. Oder? Pass auf, ich mache mal folgendes. Ich gehe mal kurz auf Zamazaza. Und Bilder würde ich auch mal gerne probieren, aber ich würde hier von denen hier nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hole mal 8. Ich hole mal 8 Goldlampen.
So, warte. Übertreib es nicht, du musst sparen. Ich muss alles aber nicht sparen. Also wir müssen wirklich nicht mehr sparen. Weil wir haben ja nicht nur, wir haben nicht nur 38.000, sondern ich möchte mal kurz darauf hinweisen, wir haben ja noch... Naja, 15.000 haben wir hier noch. Haben wir noch auf Kante.